Servus zusammen, mein Name ist Sigi Eichhorn und in diesem Video beschäftige ich mich mit dem Thema Spiegelungen in der Landschaftsfotografie. Ich nehme euch dabei mit und zeige euch Schritt für Schritt, wie ich so ein Bild anfertige. Ich möchte auch nicht ein 0815 Bild anfertigen, sondern mir echt Mühe geben, dass es auch am Ende gut aussieht. Und so ein Bild ist sehr, sehr abhängig von der Location. Am Ammersee zum Beispiel hätte ich heute dieses Bild auf keinen Fall machen können, weil da einfach zu viel Wind ist und das Wasser viel zu viele Verwirbelungen oder Wellen hat. Also aus dem Zweck oder aus dem Grund habe ich mir jetzt hier einfach mal einen ganz, ganz einfachen Fischweiher ausgesucht. Und ich bin jetzt hier gerade angekommen und es ist doch tatsächlich ein bisschen Wind zu spüren. Ich merke es an den Haaren, an den Ohren. Und wenn ich auf die Wasseroberfläche sehe, ist es leider auch so, dass man hier Wellenbewegungen, wenn nur ganz leicht, aber man hat sie. Die sollten eigentlich nicht da sein. Also einfacher wäre es jetzt, in eine Pfütze rein zu fotografieren. Aber da muss man sich bewusst sein, Windstärke sollte gleich 0 sein bei so einem Tag. Ich habe jetzt noch darauf geachtet, das Bild bei Sonnenuntergang zu machen, weil ich einfach die Hoffnung habe, dass das einfach viel schöner daherkommt, wie bei anderen Lichtverhältnissen, wie mitten am Tag, wenn die Sonne eben hoch steht. Als Motiv und was ich eben aufnehmen möchte, sind diese Bäume hier hinter mir. Die sollten sich bestenfalls in dem Wasser spiegeln. So, jetzt bin ich auch kein Wetterexperte, aber ich hoffe, wenn die Sonne untergeht oder kurz vor Sonnenuntergang, hoffe ich, dass auch der Wind nachlässt. Seid dabei, schaut, ob es klappt. Ich nutze jetzt aber mal die Zeit, um hier eine schöne Kameraposition zu finden. Ich werde das Bild auch mit einem Weitwinkel machen. Ich habe hier das 16-35 dabei. Und schauen wir die Sache schon mal so an. Ja, die Bäume, die sieht man jetzt kaum in der Wasseroberfläche. Ich muss da einfach nur ein bisschen warten. Und dann, im nächsten Schritt schaue ich, aus welcher Höhe werde ich das Bild aufnehmen. Ja, von unten kommt es schon ganz gut. Wenn wir von Spiegelung reden, kann man sich auch überlegen, den Horizont komplett mittig mal zu halten. Kann auch sein. Heute ist auch keine einzige Wolke am Himmel zu sehen, was echt schade ist, weil das wertet so ein Spiegelbild noch mal viel mehr auf. Andere Sache ist, das Wasser kann man ja auch glätten mit einem ND-Filter. Das werde ich jetzt auch probieren. Schraube einen Filterhalter drauf, dass ich etwas länger belichten kann. Also der Wind lässt überhaupt nicht nach. Der wird eher stärker, habe ich das Gefühl. Der ND-Filter ist hier noch eingespannt von der letzten Session. Und hier mein Filterhalter ist auch noch ein Polfilter drin. Den werde ich jetzt mal einstellen, um einfach mal zu sehen, ob ich diese Reflektionen aus dem Wasser schön rauskriegen kann. Jetzt ist alles super, super hell. Jetzt drehe ich am Polfilter. Okay. Also wie gesagt, wenn der Wind nicht nachlässt, wird es kein gutes Foto. Dann muss ich nochmal herkommen. Macht aber nichts. Ihr seid ja live vor Ort und seht auch, mit was für Hindernissen ich hier so zu tun habe. Die Kamera ist schon in der Waage. Ja, und auf 16 mm könnte das was werden. Fokussieren würde ich jetzt hier auf den Punkt da vorne. Also das Ende vom Ufer. Und als erstes versuche ich mal so einen Blendstern oder Blendenstern aufzunehmen. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Die Sonne ist gerade eben erst am Untergehen. Ich mache aber mal das erste Foto mit dem, genau hier mit dem, mit der Zeitverzögerung 2 Sekunden, um mich hier ein bisschen einzugrooven. Alles auf 6 Sekunden. Aber ich habe tatsächlich noch sehr viel Wind auf dem Wasser. Und man sieht diese Spiegelungen jetzt schon ganz gut von den Bäumen, aber es könnte wirklich noch klarer und besser sein, wenn sich der Wind verzieht. Ich habe ganz große Hoffnung, dass es klappt. Garantie gibt es keine. Das Schöne ist auch jetzt bei einer 13-Sekunden Belichtung, dass man die Autos nicht sieht, die jetzt hier oben am Weiher entlang fahren. Die verschwimmen einfach. Jetzt wechsle ich nochmal meinen Standpunkt, weil mir fällt auf, ich fotografiere einfach ins Nichts hier,
die schöneren Bäume, die sind eigentlich hier auf der linken Seite. Ich packe jetzt noch mal ein bisschen zusammen und gehe mal 50 Meter nach links. Jawohl, jetzt ist der Spot ja schon viel, viel schöner. Viel, viel besser. Und ich sage euch, es tritt genau das ein, was ich vermutet habe, dass der Wind nachlässt bei Sonnenuntergang. Ich bin kein Wetterexperte, aber es ist oft so. Wow. Und heute auch. Wow. Es ist knackscharf, es ist wunderschön. Gibt jetzt eigentlich nichts mehr zu meckern hier. Ich warte jetzt noch ein bisschen ab und schau mal, ob ich noch mehr rausholen kann. Ich warte jetzt natürlich noch auf die rötliche Färbung am Horizont. Da habe ich einfach Hoffnung, dass es noch ein bisschen besser wird, um hier ein richtig gutes Bild zu machen. Und auch hier ist es so, ich habe jetzt noch relativ viel Ruhe, es sind keine Enten auf dem Wasser, es sind, glaube ich, zumindest noch keine Fische im Wasser, keine Angler da, keine Autos. Jetzt gilt es einfach, den passenden Moment zu finden, um das Bild zu machen. Und das könnte jetzt sein, kurz bevor die Sonne untergeht oder wenn sie untergegangen ist. Und ihr werdet es auch sehen, wenn die Sonne sehr, sehr tief steht, dann ist auch dieser rötlich-weiße Sonnenstreif auf dem Wasser auch nicht mehr so lang. Der stört mich ja immer ein bisschen. Der taugt mir nicht. Ah, meine Knie ist nass. Denkbar wäre, auch wenn man das Bild im Hochkantformat nachher anschaut, also wenn ich das Bild um 90 Grad drehe und setze es im Hochkantformat einfach in Szene. Und ich bleibe dran, ich baller weiter drauf. Das habe ich heute schon bestimmt 5 Fotos gemacht, ey. Aber ich will den richtigen Moment einfach abpassen. Vor allem jetzt, wo die Sonne gleich untergeht, ist wichtig, am Start zu sein. Ich sehe schon mit freiem Auge, dass die Spiegelungen viel, viel schöner sind als noch vor 20 Minuten, weil die Sonne einfach super, super tief steht. Und wie ist das Bild? Bam! Einfach gelungen. Ja, mir gefällt's. Und das bei so einem stinknormalen Weiher an der Hauptstraße. Die schönste rötliche Färbung hat man halt natürlich, wenn Wolken am Himmel zu sehen sind, die tief hängen, dann werden die von der Sonne von unten angeleuchtet nach dem Sonnenuntergang und dann hat man diese schönen Konturen und dann leuchtet auch wirklich der See oder das Wasser so rosa-rot irgendwie, kitschig, aber schön. Aber ihr seht jetzt auch, so ein Bild braucht auch Zeit. Ja? Ich hänge jetzt hier schon wieder eine Stunde rum, nur für ein einziges Bild. Aber ich wollte einfach wissen, ob es funktioniert und es scheint ganz gut zu klappen hier. Hey, da ist ein Fisch. Ich glaub's ja nicht. Es gibt doch Fische hier. Sind immer noch ganz klein.
Ja, die kommen jetzt raus, jetzt haben sie Hunger. War kein Brot dabei, nix. So, die Sonne ist jetzt untergegangen. Und jetzt schraube ich natürlich auch meine Blende wieder auf. Es macht jetzt keinen Sinn mehr, auf F22 hier zu fotografieren. Das erzeugt nur Beugungsschärfe und das Bild wird in sich unschärfer. Obwohl man denkt, bei F22 müsste alles scharf sein, so ist es nicht. Deswegen fahre jetzt die Blende mal zurück auf F8, F10, um immer noch so um die 5 oder 8 Sekunden belichten zu können. Da wird das Bild in sich schöner, schärfer und kann einfach mehr als auf F22. Also diese super hohen Blendenzahlen nehme ich nur, wenn ich unbedingt einen Blendenstern aufnehmen möchte. Ansonsten lasse ich es einfach. Und auch bei 6 Sekunden hat man eine super Spiegelung im Bild, da bin ich mir sicher. Und wichtig ist mir jetzt dabei, es mit den Farben, mit dem Rot nicht zu sehr zu übertreiben. Die Erfahrung hat zwar gezeigt, dass Instagram jetzt zum Beispiel diese Rottöne und Gelbtöne sehr belohnt und die Bilder pusht, dass man gleich ein paar tausend Klicks kriegt, aber eigentlich sind die Bilder nichts, wenn man die einfach so arg mit den Farben einfach übertreibt. Aber sehr schön, ich bin zufrieden. Die Bäume spiegeln sich wunderschön und es war das heutige Ziel eigentlich. Es hat funktioniert und das freut mich jetzt, umso mehr euch das mal gezeigt zu haben. Schreibt mir doch auch mal in die Kommentare hinein, warum nimmt der Wind ab, wenn die Sonne untergeht, beziehungsweise auch wenn sie aufgeht, dann nimmt der Wind zu. Das habe ich schon ganz, ganz oft an Seen bemerkt. Ich kann mir das aber nicht erklären. Ich habe das Thema jetzt auch noch nie gegoogelt, aber ihr wisst es bestimmt. So, jetzt zoome ich noch mal ein bisschen ran und konzentriere mich mal nur auf den Bildausschnitt. Der schaut auch unglaublich schön aus. Bleibt immer noch bei 13 Sekunden auf einer 11er Blende. Gefällt mir noch fast besser als dieser breite Ausschnitt. Bäm! Geil, geil. Um das Video zu den Spiegelungen schön abzurunden, habe ich mir überlegt, am Morgen nochmal direkt jetzt hier an den Ammersee zu fahren, um mal zu versuchen, diese Pfähle, die links und rechts hier an dem Bootssteg sind, die auch als Spiegelung einzufangen. Ich stehe jetzt hier am Sonnenaufgang, es war wieder mal eine kurze Nacht und check das jetzt mal aus, ob das funktioniert. Die Sonne müsste da hinten gleich aufgehen und ich zeige euch mal, was ich an meiner Kamera eingestellt habe und was ich hier beachte. Zum einen habe ich mir einen komplett mittigen Standpunkt auf so einem Steg ausgesucht, damit ich diese Symmetrie richtig gut einfangen kann. Dann habe ich aufgepasst, dass diese Pfähle auch einigermaßen symmetrisch daherkommen, dass die nicht irgendwie abgeschnitten sind, dass ich die einen vielleicht abschneide oder sowas. Ich habe auch hier auf die Holzplanken geachtet, die unter mir stehen, dass die einigermaßen parallel laufen und nicht schief stehen. Das funktioniert allerdings auch nur, wenn der Steg auch gerade gebaut ist oder sich nicht abgesenkt hat. Das kommt auch oft vor. Ich habe jetzt auch bewusst, habe ich mir jetzt weiter nach vorne gestellt, weil ich kann euch mal zeigen, der Steg ist nämlich ultra lang. Ihr seht in die Richtung, ja sehr, sehr lang. Und da gibt es diese ganzen Seile, an den Seilen werden die Boote normalerweise festgemacht. Und auf diese kann ich ganz gut verzichten, weil die bewegen sich so ein kleines bisschen in dem leichten Wind. Die versauen mir das Bild. Ich will ein gestochen scharfes Foto haben. So, jetzt gehen wir mal in die Kameraeinstellungen, was ich hier gemacht habe. Ich würde jetzt hier mal direkt auf einer 11er, 12er Blende das Foto machen und mit dem Histogramm arbeiten, um mal zu sehen. Ja, ihr seht, die Linie vom Histogramm ist richtig schön ausgewogen. Das könnte ein richtig tolles Foto werden. Jetzt auf F13 mit einer 13-sekündigen Belichtungszeit. Vor die Kamera habe ich meinen ND-Filter eingespannt, den 1.8er oder 64-fachen ND-Filter. Und habe auch zeitgleich am Polfilter gedreht, damit ich die Reflexion vom Licht aus der Wasseroberfläche rausbekomme. Ups. Ja. Dann bleibt jetzt nur noch zu sagen, fokussieren vorn auf die Stegspitze. Das habe ich manuell gemacht und schieße jetzt erstmal das erste Bild. Und dann müsste es nach meinen Berechnungen schön ausgeleuchtet sein und diese Pfähle sollten sich super schön im Wasser spiegeln.
Ja, also die sind dann eigentlich doppelt so lang. Und ist es was? Bam. Mal schauen, wenn die Sonne aufgeht, vielleicht setze ich da meinen Blendenstern um mit einer sehr, sehr hohen Blende, wie der F22 oder sowas. Aber da brauche ich jetzt noch 10, 15 Minuten Geduld. Dann schauen wir mal, ob das Bild besser kommt oder das Bild. Obwohl dieser rosafarbene Himmel, der hat es mir einfach angetan. Ganz da hinten oben auf dem Berg ist Kloster Andechs zu sehen, wenn man jetzt ein richtig schönes Tele hätte. Könnte man es auch ganz gut mit einbinden hier in dieses Motiv. Da habe ich hier den Steg halt als Vordergrund und da hinten nochmal den Hingucker Andechs, aber mit dem Weitwinkel auf 16 mm ist nichts zu sehen. Dafür kommt der Steg halt so richtig fett. Gut, abwarten, bis die Sonne hochfährt. Und achtet bitte darauf, dass euer Hauptmotiv scharf dargestellt ist. Checkt den Fokus lieber zweimal. Ja, auch wenn man die Brennweite ändert, immer wieder checken, ob der Fokus sitzt. Weil, wenn ich jetzt an mich denke, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man nach Hause kommt und ein Foto ist unscharf und man war dann 1, 2, 3 Stunden unterwegs. Kommt nicht oft vor, weil ich echt oft daran denke, immer den Fokus nochmal und nochmal zu checken. Ja, gebe euch mal den Tipp mit. So, jetzt checke ich mal ganz kurz, wo die Sonne aufgehen wird. Oh, gut zu wissen, die geht da hinten auf, Leute. Wow, die kriege ich ja kaum noch hier auf 16 mm drauf. Gut. Da habe ich jetzt natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze auf 14 mm auszuprobieren. Werde ich jetzt auch machen, ich schraube das 14er drauf. Momentan ist hier dieser Filterhalter für das 14 mm wieder verfügbar. Kostet 80 Euro auf Amazon. Der ist nicht kompatibel mit meinem alten Samyang Objektiv. Das hat auch 14 mm, aber der passt nicht drauf. Es geht tatsächlich nur mit diesem Sony. So, was ein bisschen schade ist, an dem Filterhalter hier habe ich keinen Polfilter. Aber mir ist jetzt eigentlich wichtiger, die Sonne mit drauf zu kriegen. Da scheiße ich jetzt mal auf die Reflexionen im Wasser. Das ist erstmal wurscht. Wow, jetzt geht's ja auf, jetzt muss ich mich beeilen. Da ist sie schon zu sehen. So, die Schärfe wieder checken. Es ist immer noch bockscharf, das ist ja Wahnsinn. Passt alles noch. So, und jetzt schraube ich die Blende hier auf 16, weil höher kann ich sie nicht drehen. Es ist auch aktuell minus 7 Grad früher Morgen. Das ist Equipment auch ganz schön gefroren. Die Handschuhe, die ich hier anhab, taugen gar nichts. Boah, da ist die Sonne, sie geht auf, yes. Jetzt habe ich hoffentlich mein Bild mit einem wunderschönen Blendenstern. Ich finde ja, die Blendensterne kommen auf dem 16-35 viel, viel besser. Aber was bringt mir das, wenn ich es nicht drauf kriege auf 16 mm? Ich belichte jetzt 30 Sekunden, weil ich habe jetzt gar keine Zeit mehr, hier meinen Funkfernauslöser draufzuschrauben, dann steht mir die Sonne schon zu hoch. Deswegen 30 Sekunden auf einer 16er Blende und werde das Bild noch minimal ein bisschen aufhellen. Heute, genau wie gestern, sind keine Wolken am Himmel, also keine Konturen. Dafür ist das Wasser ruhig. Also man kann nicht immer alles haben. So, Final Photo, 30 Sekunden Belichtungszeit gegen die Sonne. Schwierige Lichtverhältnisse hier und bam, geil. Was super schön ist beim Sonnenaufgang auf so einem Steg, sind die Schatten, die auf den Planken sind. Also die kommen jetzt von rechts rein ins Bild, so leicht diagonal, das ist einfach für mich zumindest auch immer so ein i-Tüpfelchen. Also ihr habt gesehen, wie ich meine Spiegelungen in der Natur so aufnehme. Ich brauche Wasser dazu, ich brauche Windstille und einfach ein geiles Motiv. Da muss man sich Gedanken machen und wenn man da was hat, kann man sich richtig austoben.
Hier am Steg habe ich jetzt am Morgen nochmal abgeliefert. Das Frieren an den Fußzehen hat sich für mich gelohnt. Ist auch ein geiles Bild. Ja, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bye, bye.